amtierender Landesmeister und amtierender norddeutscher Meister. Nicht ich, liebe Zuschauer, sondern dieser junge Mann neben mir, Bosse. Du fährst diese 50-Kubik-Maschine und du hast mir erzählt, die fährt 60 bis 70 km/h. Hast du gar keine Angst dabei? Nein, eigentlich nicht. Und du springst ja auch so ein bisschen über Hügel. Was ist da die größte Schwierigkeit? Also man muss aufpassen, dass kein Stein in der Landung liegt. Und wenn da so tiefe Rillen sind, am besten nicht zu weit springen. Und wie das Ganze aussieht, das gucken wir uns jetzt mal an, was du drauf hast. Auf geht's. Ich bin schwer beeindruckt, mit welcher Geschwindigkeit Bosse durch den Parcours jagt. Angst scheint er wirklich nicht zu haben. Mit 5 Jahren saß er das erste Mal auf einem Motorrad und ist seitdem kaum noch zu bremsen. Inzwischen hat er seine eigene Maschine, mit der er gerade seine ersten beiden Titel gewonnen hat. So, ich will natürlich auch meine ersten Runden drehen auf dieser 65-Kubik-Maschine. Sven, wie funktioniert das Ganze? Das ist wie beim Autofahren. Kupplung treten beim Autofahren wäre hier halt im Prinzip ziehen. Das musst du dann halt machen, wenn du schalten möchtest. Die Gangschaltung befindet sich dort unten. Einmal nach unten treten ist der erste Gang, nach oben ist dann der zweite Gang und so weiter. Und je höher man schaltet und mehr Gas man gibt, desto schneller wird man halt. Von schnell will ich aber noch nichts wissen, denn ich muss mich erstmal an die Maschine gewöhnen. Und neben Bosse kann man ja auch nur schlecht aussehen. So, Bosse, mein Fazit nach den ersten 6 Runden. Ich habe aber mal 0,0 Chancen gegen dich auf der Strecke. Wie wird man denn eigentlich so gut wie du? Viel trainieren und auch oft mal so richtig kaputten Strecken fahren. Und das bringt einem richtig was? Ja. Okay, warum? Weil wenn man auf kaputten Strecken fährt, dann trainierst du die ja auch. Okay. Was sind denn deine Lieblingsstrecken? Kaputte oder eher so ein bisschen... Kaputte. Echt? Ja. Okay. Cool. Zu den Trainingseinheiten gehören auch ausgiebige Pausen. Denn für den Nachwuchs ist das Motocrossfahren ziemlich anstrengend. Und in diesen Pausen ist dann Bosses Papa Sven gefragt, der das Motorrad seines Sohnes in Schuss hält. Also die Kette hat sich jetzt im Laufe des Fahrens so ein bisschen gelockert. Die ist viel zu locker, die müssen wir ein bisschen nachspannen. Mhm. Dazu müssen wir einmal die Achse lösen. Das kannst du gerne machen. Nimmst den Schlüssel, Einmal hier drüben aufsetzen. Ach, das ist ein... Das reicht. Okay. Genau, jetzt nehmen wir die andere Seite und dann müssen wir die Kette hier so ein bisschen spannen. Das kannst du auch machen. So? Ja, noch ein mehr. Und? Ja, sehr gut. Okay. So können wir wieder fahren. Naja, die größten Tücken liegen, glaube ich, da drin, wenn man den Motor auseinander nimmt als Laie, da muss man sich dann doch schon erstmal eine ganze Menge beibringen, bevor das dann irgendwie auch ganz rund läuft und man auch hofft, dass man nichts verkehrt gemacht hat. Weil sitzen ja die kleinen Kinder drauf, ne? Dreimal in der Woche geht der Motocross-Nachwuchs auf die Strecke. Die Kinder sind ehrgeizig, wollen immer schneller und besser werden. Bosse holt sich heute Tipps beim Kurventraining von Anna Schimmer, auch ehemalige norddeutsche Meisterin. Bosse, das war echt gut. Achte drauf in den Kurven, die Arme weiter nach oben. Mach mal, nimm mal die Hände an den Lenker. Genau. Und 2 Finger an die Bremse, da musst du ein bisschen mehr drauf achten. Dass du die auch wirklich immer an der Bremse hast, falls mal was ist, ja? Nachdem ich noch ein paar vorsichtige Runden gedreht habe, überlasse ich die Bahn wieder den Könnern. Bosse will später übrigens mal Profi werden und träumt vom Weltmeistertitel. Auch wenn das noch ein paar Jahre dauern wird, der 8-Jährige ist auf einem guten Weg.